Hallo zusammen, die Gruppe ist wieder für euch da. Wir haben euch ja schon in zwei Videos gezeigt, wie ihr ganz einfach Nisthilfen für Insekten bauen könnt. Wir haben jetzt schon einige von diesen Insektenhotels bei uns im Garten verteilt, unter anderem auch so eins, dass man aufklappt und hineingucken kann. Ja, und wir möchten euch heute einfach mal zeigen, was es Neues gibt vom Insektenhotel. Bis jetzt, wir haben Anfang Mai, war bei uns vor allem die gehörnte Mauerbiene aktiv und hat unsere Nisthilfen auch wunderbar angenommen. Etwa ab Mitte März konnten wir die ersten Männchen beobachten. Man kann sie gut an dem weißen Pelz im Gesicht und auch auf der Unterseite des Kopfes erkennen. Die Männchen schlüpfen zuerst und haben dann auf die Weibchen gewartet. Und schon bald konnten wir auch schon die Befruchtung der Weibchen beobachten. Bis es zur Paarung kommt, muss das Männchen das Weibchen bis zu 2 Stunden lang umklammern. Und während dieser Zeit versuchen auch immer wieder andere Männchen das Weibchen zu begatten. Aber das erste Männchen gibt nur selten auf. Die Männchen leben nach dem Schlüpfen je nach Wetterverhältnissen nur etwa 2 bis 3 Wochen und sterben dann kurz nach der Befruchtung. Die Weibchen werden etwas älter, etwa 4 bis 7 Wochen. Nach der Befruchtung fangen sie sofort an, einen geeigneten Nistplatz zu suchen in Hohlräumen. Gerne nehmen sie die hier von uns angebotenen hohlen Stängel, Pappröhrchen oder auch Löcher in Holz an und beginnen sofort mit dem Bau der Brutzelle aus feuchter Erde oder Lehm. Außerdem sammeln sie Nahrung für sich und den Nachwuchs. Deshalb ist es auch so wichtig, dass ihr für viel Nahrung, also Pollen und nektarreiche Pflanzen in der Nähe der Nisthilfe sorgt. Sie sammeln Blütenstaub und Nektar, ihr könnt sie ja voll beladen anfliegen sehen. Die Mauerbienen kriechen dann zunächst vorwärts in die Brutröhre, um am Ende den im Vorderdarm gesammelten Nektar auszuwürgen. Dann kriechen sie rückwärts wieder aus der Röhre hinaus, drehen sich am Eingang um und dann kriecht die Biene wieder rückwärts in die Röhre hinein und streift mit den Hinterbeinen den Pollen aus der Bauchbürste nach hinten ab. Wenn ein Weibchen ein Röhrchen zum Nisten ausgewählt hat, wird dieses erst fertig gebaut und erst dann wird ein neuer Hohlraum gesucht. Es werden also nicht mehrere Hohlräume gleichzeitig genutzt. Aber jetzt gucken wir mal rein in eine solche Röhre. Für jede Eizelle legt die Mauerbiene eine eigene Brutzelle an, die sie durch senkrechte Wände aus Lehm und Speiche gegen die anderen Brutzellen abgrenzt. In die Zellen legt sie dann einen Brei aus Nektar und Blütenpollen, das sogenannte Pollenbrot, und darauf legt sie dann ein schönes weißes stiftförmiges Ei. Zum Größenvergleich habe ich euch hier nochmal eine 2-Cent-Münze daneben gelegt. Die zuerst gebauten Brutzellen enthalten befruchtete Eier, aus denen sich dann später die Weibchen entwickeln. Die vorderen Zellen enthalten unbefruchtete und damit männliche Eier. Zu erkennen ist dies auch an der Menge des eingetragenen Futters. Ihr seht, dass bei den weiblichen Zellen doppelt so viel Pollenbrot drin ist wie bei den männlichen Brutzellen. Die Reihenfolge ist sehr wichtig, da die Männchen hier am nächsten Frühjahr wieder zuerst ausschlüpfen. Und ihr seht, dass die letzte Zelle eine Leerzelle ist, das dient wohl zum Schutz gegen Fressfeinde. Nach außen hin verschließen die Bienen die Brutröhre mit einem kräftigen Nestabschuss aus Lehm und Speichel, könnt ihr einmal von oben sehen und hier nochmal von vorne. Aus dem Ei schlüpft dann schon nach wenigen Tagen eine kleine Made, die sich in den folgenden 2 bis 4 Wochen von dem Pollenvorrat ernährt. Hier könnt ihr sie sehen und wenn ihr genau hinguckt, dann könnt ihr auch erkennen, wie sie sich bewegen und fressen. Die Maden wachsen schnell und kräftig und um zu wachsen, müssen sich die Maden häuten. Soweit haben sich unsere Bienchen jetzt schon entwickelt, aber ich erzähle euch schon mal, wie es weitergehen wird. Nach 5 Häutungen ist das Pollenbrot verspeist und die Made spinnt sich einen Puppenkokon, in dem sich die Larve noch vor September bis zur erwachsenen Biene entwickelt. Die Biene schlüpft aber noch nicht, sondern überwintert in der schützenden Hülle des Kokons und arbeitet sich dann erst im kommenden Jahr durch die Lehmwände ins Freie. Wir haben auch beobachten können, dass wir immer wieder Übernachtungsgäste in unserem Insektenhotel hatten, gerade wenn die Nächte kalt waren. Morgens kamen die Bienen dann noch ganz steif braun aus dem Loch gekrochen und haben sich erstmal von der Sonne aufwärmen lassen. Bei diesem Insektenhotel war die Sonnenterrasse sehr beliebt. Ein Weibchen legt nur etwa 30 Brutzellen an, da die Brutvorsorge ja wirklich sehr aufwendig ist. Die Fortpflanzungsrate ist also im Vergleich zu anderen Insekten sehr klein. Dadurch, dass die Mauerbiene relativ anspruchslos ist, kommt die Art in den verschiedensten Lebensräumen vor,
Das ist insbesondere auch im Siedlungsbereich sehr häufig. Sie dürfte also praktisch in jedem Dorf oder jeder Stadt Mitteleuropas zu finden sein. Ihr werdet sie also mit großer Wahrscheinlichkeit beobachten können, wenn ihr wie wir geeignete Nisthilfen ausbringt. So könnt ihr Kinder und Jugendliche dann mit den Wildbienen ihrer Lebensweise vertraut machen. Das ist wirklich faszinierend, sie zu beobachten. Auch Kinder oder auch Erwachsene, die sonst nicht so sehr an Naturbeobachtung interessiert sind, bleiben oft vor den Nisthilfen stehen und staunen. Die Mauerbiene ist außerdem ausgesprochen friedfertig. Um sie zum Stechen zu bringen, müsstet ihr sie quasi mit der Hand zerdrücken und auch dann wäre ein Stich nicht besonders schmerzhaft, nicht zu vergleichen mit dem einer Honigbiene oder Wespe. So, ich hoffe, ihr habt auch Lust bekommen auf ein Wildbienenprojekt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, einmal für euch, natürlich auch für die Wildbienen. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei.